Aufhören, Herr Becker, aufhören! Mensch, Becker! Ach, hör auf! Ja, bravo, super! Super, danke! Ja, super! Mensch, Becker! Nein! Mensch, Becker, jetzt gehen Sie mal die Bremsen, komm mal runter von Ihrem lahmen Drahtesel. Tour de France, die Tour ist so tot wie die Hose von Markus Lanz. Das will doch keiner mehr sehen, seit die Totengräber des Pelotons Armstrong und Ulrich ihren verlogenen Dreck ins eigene Grab geschaufelt haben. Übrigens, der Ulrich hat ja einen Tag vor dem diesjährigen Tourbeginn im Fokus die Beichte abgelegt, nicht? Ja, er sei vor und während der Tour 97 zwischendurch mal hin und wieder nach Spanien gefahren, um die bei professionellen Pedaltramplern beliebte Fuentes-Behandlung in Anspruch zu nehmen. Aber, und jetzt kommt's, von Betrug könne in diesem Zusammenhang nicht die Rede sein, denn, Zitat, Betrug fängt für mich da an, wo ich mir meinen Vorteil verschaffe. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur für Chancengleichheit sorgen. Bah! Na, das ist ja nicht mal eine ausgefuchste Logik. Wenn alle betrügen, betrügt keiner. Was alle tun, tut keiner. Sieht ganz so aus, als wäre der Ulrich mit dem Hoeneß zusammen im Beichtstuhl gewesen. Aber komm, interessiert ja eh keine Sau. Wobei ich irgendwie den Eindruck habe, es herrscht hierzulande gerade ein kollektives Desinteresse an allem. So hat vorige Woche die Partei der Merkel-treuen Christen ihr Wahlprogramm vorgestellt, das sie übrigens gleich Regierungsprogramm genannt haben, weil sie wissen, dass ihnen die rot-rosa-grünen Strategiepfeifen sowieso die Wurst nicht vom Brot nehmen können. Und in diesem Programm verspricht die Merkel im Namen der Merkel-Partei den Merkel-Wählern vor allem eins: mehr Geld für Kinder, mehr Geld für die Mütter, mehr Geld für Erwerbsminderungsrentner und natürlich noch mehr Geld für den Straßenbau. Dieselbe Merkel, die den europäischen Nachbarn immer neue, immer drastischere Sparmaßnahmen in die Hausaufgabenhefte diktiert, macht im eigenen Land einen auf Big Spender und zaubert mal soeben Geschenke für über 30 Milliarden Euro aus dem Spendierhosenanzug. 30 Milliarden, von denen nicht ein einziger Cent seriös gegenfinanziert ist, die es also gar nicht gibt und nie geben wird. Das wissen natürlich auch die Mitglieder ihrer Leibeigenen. Das wissen natürlich auch die Mitglieder ihrer leibeigenen Partei, aber die wissen auch, dass jeder, der es wagt, der Chefin ein Widerwort zu geben, genauso schnell weg vom Fenster ist, wie das nicht vorhandene Geld aus eben diesem Fenster geschleudert wird. Einer der wenigen, der ganz öffentlich, ganz behutsam so ein bisschen Kritik in die Mikrofone gegrummelt hat, weil irgend so ein CDU-Mittelstandsheini, Namen habe ich jetzt vergessen, aber der hat auf jeden Fall in einem Interview zugegeben, dass all die Versprechen der Kanzlerin genauso leer sind wie die Birne von Christina Schröder. Und auf die Frage des Interviewers, ob das denn nicht vorsätzlicher Wahlbetrug sei, sagt der Knilch vom Mittelstand tatsächlich: Ja, natürlich, aber das wissen die Wählerinnen und Wähler doch, dass sie im Wahlkampf belogen, betrogen und systematisch für Plemplem verkauft werden. Und wie reagieren die hinter die kahle Fichte geführten? Massenaufschrei, Leserbriefschwämme, Shitstorm, nix da. Die Menschen lassen sich als butterdoofe Volltrottel beschimpfen und reagieren nicht einmal, weil sie in Wahrheit ganz andere Sorgen haben. Ich spreche hier nicht vom Abhörskandal oder Datenschutz. Das Thema geht den Leuten doch auch am gläsernen Hintern vorbei. Da sagen die meisten: Na und? Wer nichts zu verbergen hat, der braucht auch keinen Datenschutzbeauftragten. Tolle Argumentation. Wer sowieso nicht auf die Straße geht, der braucht kein Demonstrationsrecht. Und wer ohnehin keine Meinung hat, was kümmert denen die Meinungsfreiheit? Ja, das sagen Sie mal den Menschen in der Türkei oder in Ägypten oder in Brasilien. Ja, aber die haben ja auch nicht dieses Riesen... Moment, die haben ja... Moment. Die haben ja aber auch nicht dieses Riesenproblem, das wir hier in Deutschland haben, ja? Und dass unser ganzes Volk in die Verzweiflung stürzt. Bei denen da unten, da scheint ja die Sonne. Die Sonne. Aus Millionen und Abermillionen frustrierten Kehlen schallt das Klagelied der von Tiefausläufern geknechteten Kreatur. Wann wird es endlich richtig Sommer? Wen interessieren die täglichen Berichte aus Istanbul, Kairo oder Rio de Janeiro, worauf die Fernsehzuschauer in ihren feuchtklammen Wohnungen warten? Das sind die magischen Sätze. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 7. Juli. Nicht Angela Merkel, nicht Peer Steinbrück, nicht Karin Göring-Eckardt und nicht Philipp Rösler. Nein, die Hoffnungsträger der Nation heißen Sven Plöger und Claudia Kleinert. Wie gebannt.
Wie gebannt hängen die Sonnenhungrigen an den Lippen der Wetterfroschkönige. Und was kommt? Regen, Dauerregen, Starkregen, Platzregen. Die Sommergarderobe verschimmelt unter den Pellerinen. In den Freibädern züchten die Bademeister Zierfische. Und beim Sommerfest in der Kleingartenanlage Schlamm und Matsch e.V. macht der Bratmaxe das Seepferdchen im gefluteten Grill. Und wenn sich die Sonne dann ausnahmsweise mal für ein paar Stunden blicken lässt, dann stürzen alle nach draußen mit dem Aufschrei: Der Sommer kommt, der Sommer kommt! Um danach gleich wieder von gewaltigen Gewittern mit Kübelregen, Hagelschlag und Sturmböen in die finsteren Behausungen zurückgetrieben zu werden. Die Extremwetterlage als der Normalfall. Da sagt manch einer: Ey, wo bleibt denn jetzt die Erderwärmung? Ja, hör mal, seit Jahren heißt es, wir werden in naher Zukunft im eigenen Schweiß ersaufen, weil die Temperaturen höher und höher steigen. Das Einzige, was höher steigt, ist die Heizkostenabrechnung, weil die Heizung im Mai immer noch läuft. Ja, hör mal, so habe ich mir den Klimawandel aber nicht vorgestellt. Ehrlich gesagt, ich schon. Trotzdem, schönen Sommer. Und kommen Sie nicht zurück und sagen, Sie werden ersoffen.